stellt sich aber eine Frage, die berechtigt ist. Wie kommt es, dass ein Mensch sein ganzes Leben lang Handlungen durchführt der Rechtschaffenheit und am Ende macht er dann eine derartige Wende? Die Rechtschaffenheit fördert doch Rechtschaffenheit, oder nicht? Ja? Inna al-birra inna al-sidqa la yahdi ila al-birr wa inna al-birra yahdi ila al-jannah. Ehrlichkeit führt zum Birr, führt zur Frömmigkeit, und Frömmigkeit führt ins Paradies. Das heißt, fromme Handlungen inklusive der Ehrlichkeit fördern und lassen weitere fromme Handlungen gedeihen. Umgekehrt, وَإِنَّ الْكَذِبَ لَيَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ لَيَهْدِي إِلَى النَّارِ. Verlogenheit führt zum Fujur, zur Frevelei. Und Frevel führt ins Feuer. Wie kommt es dann, dass jemand beispielsweise 40 Jahre lang seines Lebens rechtschaffen ist und plötzlich kommt ihm das Buch zuvor und er macht diese Wende und stirbt danach? Die Antwort: Das geschieht nur wegen einer gewissen Differenz zwischen dem Äußeren und dem Inneren des Menschen. Das, was er äußerlich auslebt, ist nicht ganz im Einklang mit dem, was in seinem Inneren ist. Oder er trägt in seinem Inneren tiefe, in ihm verankerte Krankheiten. Amrad al-Qulub, die sogenannten Amrad al-Qulub, Krankheiten des Herzens. Und ich habe in einem der Durus bei von Muhtasar Minhaj al-Qasidin darüber gesprochen gehabt, auch gewisse Krankheiten, die wir so kennen, du kannst die Erreger lange Zeit in dir tragen und irgendwann, manchmal nach Jahren, bricht die Krankheit aus, richtig? Und macht sich dann erst erkennbar, aber du hattest sie die ganze Zeit in dir. Und so ist es auch mit den Herzenskrankheiten. Die trägt man die ganze Zeit mit sich. Vielleicht lebt man sie auch aus. Aber man hat sich noch gewisserweise irgendwie im Griff. Irgendwann aber bricht sie so stark aus, verbreitet sich, dass sich das dann in jeder Hinsicht auf den Menschen äußert. Deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam in dieser Hadith in einer anderen Aufführung des Wortes, da sagt er: يَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فِي مَا يَبْدُو لِلنَّاسِ فِي مَا يَبْدُو لِلنَّاسِ. Er handelt wie die Handlung der Paradiesbewohner. فِي مَا يَبْدُو لِلنَّاسِ, in den Augen der Menschen. Aber da ist eine Entfernung, eine Differenz zwischen seinem Äußeren und dem Inneren. Das, was er vorlebt und was er wirklich mit sich lebt.